Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause. Herr Körfges, Herr Wedel, wenn man als Letzter spricht, oder zumindest als fast Letzter, dann hat man das Problem, dass sich Reden eventuell überschneiden. Bei uns wird es fast so klingen, als hätten wir uns abgesprochen, haben wir aber nicht. Ein wichtiges Thema, was die CDU hier in ihrem Antrag anschneidet, keine Frage. Ich persönlich halte es, und das betone ich ausdrücklich, für genauso wichtig wie das Thema des umgekehrten Falls, nämlich rechtswidrige Übergriffe von Polizeibeamten. Das ist für mich kein Unterschied. Und deshalb ist es aus meiner Sicht gut und es ist auch wichtig, dass wir darüber reden und dass die Debatte aufrechterhalten wird. Schlecht ist allerdings, wie es die CDU hier wieder mal versucht. Wie lange ist es her, dass Sie das letzte Mal versucht haben, bei diesem wichtigen Thema mit purer Effekthascherei hier einen großen öffentlichen Aufschrei zu erregen? Wir hatten das Thema doch erst vor kurzem. Es ist nicht mal ein Dreivierteljahr her, als wir dazu eine Anhörung hatten, bei der Ihnen die Experten ganz eindeutig gesagt haben, dass höhere Strafen zu diesem Thema absolut gar nichts bringen. Okay, zugegeben, Sie haben es jetzt hier ein bisschen abgeändert, das Thema, ein klein wenig Nuance reingebracht. Das macht Ihnen eine Sache aber nicht richtiger. Eine Sache muss ich Ihnen aber zugestehen, da hatten Sie mir bei meiner Rede damals zu Ihrem Antrag Gewalt gegen Polizeibeamte ist kein Kavaliersdelikt anscheinend zugehört. Da habe ich nämlich gesagt, ich bekomme langsam das Gefühl, dass Sie eine Art Sonderstrafrecht für Gewalt gegen Polizeibeamte wollen, weil ein Angriff gegen Polizisten Ihrer Meinung nach ein höheres Unrecht darstellt, als wenn derselbe Angriff auf einen normalen Menschen erfolgen würde. Darüber kann man sicherlich diskutieren, auch wenn man im Ergebnis anderer Meinung ist. Aber dann seien Sie wesentlich so ehrlich und sprechen es offen aus. Glückwunsch, Sie haben dazugelernt. Diesmal sprechen Sie es offen aus. Das ist auf eine Art löblich, ändert aber nichts daran, dass ich im Ergebnis anderer Meinung bin. Denn zum einen denke ich mal aus philosophischer Sicht gesprochen nicht, dass diese Form der Gewalt ein höheres Unrecht darstellt. Und zum anderen, jetzt mal aus rein sachlicher Sicht gesprochen, denke ich, dass Sie das, was Sie hier fordern, oder dass das, was Sie hier fordern, im Ergebnis nichts bringen wird. Sondern ich glaube sogar im Gegenteil. Ich glaube, es wird vor allem die Menschen besonders schlimm treffen, die Sie mit diesem Antrag eigentlich gar nicht treffen wollen. Aber so weit denken Sie ja nicht. Hauptsache, man kann damit Stimmen fangen. Ich möchte Ihnen gerne erklären, was ich meine. Schauen wir uns dazu mal Ihren Antrag an. Fangen wir ganz oben an. Da schreiben Sie ganz oben direkt im ersten Satz, eine Schneise der Verwüstung wurde gezogen. 150 Polizeibeamte verletzt, einige davon schwer. 80 wurden mit ätzendem Reizstoff attackiert. Und dann weiter unten im Beschlussteil, Reizgasangriffe, Stein- und Flaschenwürfe auf Polizeibeamte, brennende Streifenwagen und Straßenbarrikaden haben mit Demonstrationsfreiheit nichts mehr zu tun. Den letzten Satz kann ich genauso, wie er dort steht, unterschreiben. Und natürlich sind 150 verletzte Polizeibeamte, 150 zu viel. Und natürlich müssen die Täter mit allen rechtsstaatlich möglichen Mitteln zur Rechenschaft gezogen werden. Ich denke, darüber besteht dem Haus überhaupt kein Dissens. Aber Sie machen schlichtweg einen groben sachlichen Fehler, wenn Sie diese schwerwiegenden Szenarien, die Sie hier in Ihrem Antrag zitieren, in Verbindung mit dem Rechtsbegriff des tätlichen Angriffs bringen. Das ist einfach nur fahrlässig. Denn zum einen, die Täter, die das gemacht haben, was Sie in Ihrem Antrag beschreiben, werden doch auch heute schon schwer genug bestraft. Und das völlig zu Recht. Und vor allem dafür, dass ein tätlicher Angriff im Sinne des Strafgesetzbuches vorliegt, muss es nicht einmal im Ansatz so weit kommen, wie Sie es hier in Ihrem Antrag beschreiben. Und das ist der Fehler, den Sie in Ihrem Antrag machen. Wissen Sie eigentlich, was ein tätlicher Angriff ist? Es wurde gerade schon mehrfach erwähnt. In Ihrem Antrag definieren Sie es ja zumindest teilweise, aber natürlich immer nur so weit, wie es Ihren Zwecken nutzt. Den wichtigen Teil lassen Sie weg. Unter einem tätlichen Angriff versteht man nämlich jede in feindseliger Willensrichtung unmittelbar auf den Körper eines anderen zielende Einwirkung. Und jetzt der wichtige Teil, das hat der Wedel gerade auch schon gesagt, zu einer Körperberührung oder einem Verletzungserfolg muss es dabei nicht kommen. Und jetzt überlegen wir doch mal, was das in der Praxis bedeuten wird. Nehmen wir einmal an, ich komme in eine Situation mit einem Polizeibeamten und mache dann, aus welchen Gründen auch immer, eine abwehrende Armbewegung, beispielsweise so. Ja? Ich verletze den Beamten dabei nicht, ich berühre ihn nicht einmal. Die Bewegung ist aber schon ganz gezielt gegen den Beamten gerichtet. Dass ich das mache, das mag in dieser Situation vielleicht falsch sein, das mag vielleicht sogar strafrechtlich relevant sein, keine Frage. Aber jetzt überlegen Sie noch mal ganz genau, wollen Sie einen Menschen tatsächlich für eine solche Bewegung, ohne dass er dabei jemanden verletzt oder auch nur berührt hat, für ein halbes Jahr ins Gefängnis stecken? Und das ist ja nur ein Beispiel. Der Körfges hat gerade ein anderes Beispiel genannt und ich denke, die Realität wird noch eine Fülle weiterer Beispiele hervorbringen, die die Unverhältnismäßigkeit dieser Maßnahme zum Vorschein bringen. Wenn das Ihrem Rechtsstaatverständnis entspricht, ein Menschen wegen der Art, und das möchte ich jetzt nicht verharmlosen mit diesem Begriff, aber ein Menschen wegen der Art lapidarer Dinge für ein halbes Jahr der Freiheit zu berauben, dann habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was Sie hier in diesem Haus machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Landesregierung spricht Herr Minister.